Herzlich willkommen Leute, ich bin Steamclaw und neben mir sitzt mein netter Genosse Simu. Wir sind beide von Deus Nemesis und ja, heute ist eine der neuen Synchros, beziehungsweise einfach generell der neuen Monster Parts draußen uns. Und zwar, wir machen den Der Zwiespalt Ukanlos. Ich kam da drauf, weil ich irgendwie dachte so, ja, ich habe Ukanlos bei Unite besiegt. Dann machen wir ihn doch hier mal. Und ja. Und Sinu wird Hammer benutzen und hat dieses Set an. Und ich habe dieses Set an. Und werde Bogen benutzen. Einfach aus dem Grunde, weil entweder nutzt, hätte ich Doppelschwerter genommen, hatte ich keine Lust gerade zu für Ukanlos. Ja. Und Hammer wollte ich nicht nehmen, weil mich dann Sinu wieder wegballert. Und wir vorhin gesagt, wir haben ja vorhin schon ein Part, aber wieder war der Ton nicht drauf. Dank Camtasia. Yeah! Der gerne mal den Ton nicht aufnimmt. Yeah! Ich zeige euch gleich die Sequenz für die Leute, die es nicht kennen. Das ist der Ukanlos im Monster Hunter Portable Sword. Nicht in Freedom Knight oder Portable Second NG. Ja. So hässlich dieses Monster. So, der ist ja richtig wie so ein kleiner Kackeklauen sieht er aus. Ja. Klein gedrückt wie eine Wurst. Da, klein gedrückt wie eine Wurst ist der. In Unite ist der wenigstens kräftig und groß. Und hier ist er so klein. Wird ihr gleich sehen, was ich meine. Ich hab gerade gepupst. Nicht so schlimm. Das waren die Kekse. Die Cornflakes-Kekse. Die verleihen mich zum Pupsen. Verleiten mich zum Pupsen. Schön für sie. Leck mich am Arsch! Du wirst gleich getroffen. Wow, muss ich gar nicht. Dann eben nicht. Schade. Ich kämpfe mit einer Drachenwaffe, er auch. Eigentlich ist Feuer besser, aber ich hab keinen Bock jetzt Feuerbogen zu nehmen. Weil der hat mehr Affinität. Ich muss den Hammer erstmal nochmal einspielen. Ach, war typisch. Nein! Dieser trifft mich die serische Hitbox wenigstens nicht. Und da seht ihr, was ich meine, das ist so ein Grischer kleine Kackenklauen. Der ist richtig dick und klein und hässlich. Vor allem hässlich, genau. So. Ich kämpfe liebend gerne mit dem Bogen. Da habe ich 1000 abgezogen. Ja. Geht doch relativ. Naja, Affinitätstreffer. Hauen schon rein. Ja, Männer. Halt, stopp! Bleib stehen! Nein! Der Andreas hätte bei der Akta da sein müssen. Ja. Die war nämlich auf der Demo von der Akta, als die am Wochenende war, in ganz Deutschland. Und ja, die Akta zeigt sich ja unbeeindruckt, komischerweise. Ja, leider. Das heißt, Deutschland, beziehungsweise Deutschland zeigt sich unbeeindruckt. Ja, und wir es immer noch unterschreiben. Deswegen kommt zur Demo am nächsten Samstag. Kommt wieder eine. Also, in 2 Wochen müsste eine kommen, ja. Schon wieder. Ja. Naja, spätestens dann wird das Feld untergehen, wenn, also das Innere wird untergehen. Jetzt komme ich hier durch, wisst ihr? Ja. Weil nicht immer Power Pounds draufhauen. Ist aber momentan das Einfachste. Ja, aber bringt kaum was. Für Schaden bist doch du verantwortlich. Ja, aber ich. Immer ich. Ja, immer du. Du bist nun mal besser. Ja und, weil ich öfter spiele einfach nur. Ich übe einfach Schade, mehr. Ich dachte, du streitest das jetzt ab. Dass ich besser bin als du? Ja. Klar, ich bin nicht schlecht, ich kann dir gar nicht, seht ihr doch, deswegen wurde ich kaum getroffen. Mit Bogen nicht getroffen zu werden, ist ja nun schwerer als mit Hammer. Ich hab, naja, es geht. Du musst, stell dich so dusselig an wie ich. Nee, wieso bist du tot? Keine Ahnung. Hast du deine Rüstung schon aufgebessert, kann das sein? Doch, eigentlich schon. Eigentlich, wetten nicht?
Doch, eigentlich. Wie viel hat die? 434. Also, what the fuck? Sogar. Ja, hallo? Hallo. Ja, aber. Eine Glanzparade von Sino wieder, er wurde getroffen. Ja. Er ist tot, er stirbt irgendwie immer bei so Drachen. Im vorigen Part ist er nicht einmal gestorben, nur so. Und jetzt so ziemlich One-Hit. Ja. Ja, ich komm mal wieder rein. Du hast schon eine Ausweichen plus ein, nee, plus zwei Rüstung, ja? Ja, aber wenn ich den Strahl nicht kommen sehe, kann ich schlecht ausweichen. Ich hab sogar einen Kiefer jetzt, glaube ich, kaputt gemacht. Das gibt's doch nicht. Sollen wir den vielleicht alleine machen? Nein! Warum haust du nochmal einen Powerpound da drauf? Ja. Ach ja. In Unite konnte ich den immer richtig gut. Ich kann in Unite irgendwie auch besser, aber nicht mit Bogen. Im Bogen brauchst du da 50 Minuten mit gegen den. Weil du einfach nicht den richtigen Waffenstärke hast dort. Hier ist ja Bogen total überpowered. Das ist doch gut so. Ja, das würde ich ja kaum Schaden machen. Meine Waffe hat 60 Affinität als Drache. Wegen den 30% Crit-Auge 3. Und ja, dafür habe ich aber Kapazität hoch halt. Fokus und Ohrstöpsel. Cool. Ja, was ich auch mal gerne sagen will für die Leute, die Fokus gerne benutzen für Hammer. Macht es euch nicht, es bringt einfach kaum was. Wow, Hammer, man hat dann halt, man kann halt Alatrion zum Beispiel oder so. Oder den hier. Macht euch dann lieber in die Rüstung K.O.-Technik oder so rein, statt Fokus. Weil Fokus, wow. Wir können jetzt sinnlos Power Pounds auf den loslassen oder Hurricane Pounds. Was bringt euch das dann aber? Wow. Weniger Schaden, längere Zeit, aber ihr fühlt euch sicherer. Und könnt halt schneller Power Pounds loslassen. Ist total sinnlos, deswegen macht euch für Großschwert oder so oder für Langschwert Fokus rein. Aber nicht für Hammer, das finde ich sinnlos. Deswegen K.O.-Technik oder Armieren rein, das sind gute Techniken. Man kann schnell wegstecken was. Deswegen nutze ich gerne für Lanze oder Gunlance Armieren zurzeit. Und am besten Schärfe plus 1 statt Scharfschwert. Ja. Und ja. Ich habe außerdem gerade noch mein Dings an. Und was? Mein HP-Hack. Wir haben schon 4000 abgezogen und haben mehr als Schaden vor uns gemacht. Dass ich laufe nur und weil ich den aus vor uns habe ich total Bangen gehabt. Nein! Nein! Ich war fast getroffen worden. Zum Glück nur fast. Schon wieder gestunt wegen mir. Ich blinke. Toll. Ja. Danke. Nein! Das ist ja mal geil. Wisst ihr, in der Not mache ich den einfach mal mit einer Hand. Ich laufe mit einer Hand, passt, und drücke dann einfach mal X mit der anderen, noch mit der gleichen Hand dazu. Das ist ja mal grandios und mache den. Das war eine Glanzparade von mir. Ja. Jetzt nehme ich aber noch Machtsam. Spam den mit Rauchbomben zu. Unite war das cooler. Da konntest du die Rauchbomben werfen. Außer nicht auf den Boden. Mama mia! Nein, du singst jetzt nicht weiter. Nein, ich hab nur verdammt gesagt, weil ich zu. Ich würde sagen, jetzt kommt das. Weil ich sag, Mama mia! Ja, nee, nicht im Video. Er wollte ihn auch nicht singen, und glaubt mir, Leute, es ist ein Qual. Ja. Wir würden auf einen Streich 50 Abonnenten verlieren, obwohl wir nur 46 haben. Ja, genau das ist es ja. Alle, die das Video gucken, die stehen zusammen und sterben. Ja. Machst du dir auch mal Schaden oder so, Stunts den? Würde ich gerne mal machen, ja. Deswegen nicht immer Powerpoint loslassen. Gerade weil ich keine mache, habe ich noch nicht gestunt. Ich hab den schon, ey, was hab ich denn alles kaputt gemacht? Rücken, Schnauze. Nein, nein. Irgendwie kriegst du nur Damage. Ja, irgendwie haben wir den ja bekommen. Sogar den Angriff weiche ich aus. Ja, freu dich doch. Ja, das ist es halt. Ja, ja komm. Kriegst du es denn bald auch auf die Reihe? Nein. Nicht mal das krieg ich auf die Reihe.
Nicht mal splashen. Ja, nicht mal das. Jetzt aber. So. Jetzt stehe ich zu weit hinten. Ich könnte nur lachen. Aber, ey, hallo? Jetzt zum Beispiel, jetzt drauf ballern können. Jetzt wurde sie getroffen. Nein, bin ausgewichen. Ich habe jetzt, kann das sein, dass ich über ein, zwei Drittel der Schaden alleine gemacht habe? Mehr. Das erinnert mich stark an den Try, den Mojo. Ich bei meinem Kumpel so, ich weiß nicht, ob ich die Story schon marschiert habe. So, der Jay, ich habe nämlich zwei Freunde, die heißen Jay, auf jeden Fall Jay. Ich war bei dem so und der so, ey Lars, Bro! Ich so, ja, was ist los? Ich hab gehört, du machst heute einen Dämonenshow und Try. Ich so, bitte wie? Ich hab gehört, du spielst Try bei deinem Kumpel, dann kannst du mir noch mal einen Dämonenshow machen. Ich so, soweit bin ich aber nicht. Mach trotzdem mal. Geh online, will den machen? Ich übelst gute Ausrüstung, ich glaube Lucky Jakros Plus war das noch und Lucky Jakros, irgendwie so eine Mixrüstung zwischen von Lucky Jakros oder so. Nee, beste Ohrschutzrüstung war das sogar. Irgendwie eine richtig gute Rüstung auf jeden Fall. Und dann hatte ich noch die Lucky Jakros Morph Axt. Spiele. Und dann kam eine Lydia rein. Wo ist Lydia? Mit männlichem Charakter, war weiblich aber. Die war deutsch, glaube ich. Eine Deutsche war das. Also zumindest hat sie deutsch gesprochen. Also, aber ob es jetzt deutsche rein war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es ein Mädchen, hat gespielt und die hatte halt wirklich, die hat den Dämonenshow wirklich fly komplett alleine fast gemacht, weil die hat jedes Monster macht die alleine in Try. Online macht die fast alle, macht die eigentlich alleine. Deswegen ist die Hammer. Die hat eine Agatheon-Lanze genutzt gegen den. Oder sogar. Oder war es die Dämonenshow-Lanze? Auf jeden Fall eine Drachenlanze. Ich weiß gerade im Moment nicht mehr genau. Und halt ein Set mit Best Dwarf, Jepsel, Fallenmeister und Schärfe 1. Was? Glaube ich. Also perfekt für die Welten, für die Weltenfresser-Quest eigentlich. Und wir machen mit den normalen Dämonenshow und sie halt wirklich Trap gelegt. Angriff, Trap gelegt. Und ich wusste halt nicht, was ich machen sollte. Ich habe nur da, hat mir halt einen abgekackt, weil ich nicht wusste, wie es geht. Weil ich keine Ahnung hatte von Dämonenshow da. Ja, auf jeden Fall. Dann so, ich habe bestimmt so an die 10% Schaden gemacht, die 90 oder aber höchstens 30%. Und so ist es gerade, kommt mir so vor, hier. Ja. Kommt das auch ja, so vor? Ja, bloß mit Rollenverteilung anders, ne? Hä? Nur mit einer anderen Rollenverteilung, dass du 90 machst und ich 10. Ja. Also in etwa, dass ich irgendwie, dass ich diesmal mehr Damage mache als sonst. Weil der ist fast tot, hallo? Wir haben eine bessere Zeit als vor uns fast. Und ich hör mit Bogen. Ja, soll ich vielleicht öfter machen. Ja, man sieht, na, das Set ist geil, ne? Ja. Was bringt es? Bringt halt Affinität 60. Und wenn ich dann noch Kraftbeschwörung habe, erstmal. Ich würde sagen, das war ich jetzt. Nein. Kiefer ist auch schon das zweite Mal kaputt. Das passiert meistens, wenn du noch 2000, wenn du noch 4000 hat, immer auf den Kopf geht die ganze Zeit. Also über zwei Drittel vorne. Schön. Ja, endlich. Hat's hingekriegt. Na, endlich. Ich zumindest nicht ganz so schlecht. Ja. Einmal liegt er. Das ist eine Kunst. Der Schaden im Schnee. Der Schaden im Schnee. Da habe ich bei unserem anderen Run wenigstens einen Schweif gekratzt. Ja, da hast du ja auch Telepra gehabt mit Schauschwert. Warum? Das Set kannst du auch mit Dunkelklaue Tod kämpfen. Mit dem so war es in deiner Liste aber nicht drin. Ja, weil ich geändert habe das Set alleine. Schön. Das war jetzt aber trotzdem ich. Ja, und? Ich habe Vorarbeit geleistet. Das sagen sie alle. Und dann sind sie schwanger, ne? Ja, ja. Aber schwanger sein ist nicht gerade toll. Wir haben eine in der Klasse, die ist mit diesem 60 schwanger, ist in der 11. Woche. Gerade mal und sagt, der ihr Baby hat sich schon getreten. Ah. Dabei ist das gerade mal vielleicht so ein paar Zentimeter groß, ja. Und das kann angeblich schon winken und hat kein Gesicht und ist ein Alien. Hat sie mir gesagt in der Schule, ich musste so lachen. Und die wissen in der 11. Woche schon, ob es ein Junge oder ein Junge wird. Klar, oder? Ein bisschen in der Biologie aufpassen, der EK ist 21, die 16 und ein bisschen in der Biologie mal aufpassen, dann würde man das wissen. Also es gibt so Logiken in der Welt, da denke ich mir, Facepalm, ein Head oder der bekannteste Bruch von einem aus meiner Klasse, einer, den ich total gut leiden kann, Head, Kopf meets, der sagt immer so geil, Kopf meets Tischplatte. Aber ja. So richtig trocken sagt er das. Unerwartet, da muss ich immer so lachen mit jemandem aus meiner Klasse. So genial. Da geht man nicht auf mich. Ja. Das
Einzige, was ich brauche, sind Megasprintsäfte. Die armen Megasprintsäfte. Ach nein. Du auch? Du auch. Nein. Komm her! Danke. Ich will die ganze Zeit auf dich zielen. Mama! Mia! Ja. Ich hab nochmal getroffen. Ey, ich stehe da, ohne das zu machen, ohne zu zucken, und ich werde nicht getroffen. Ja, sei froh darüber. Ich bin halt cool. Naja. Willst du es gerade bezeichnen, dass ich cool bin? Ja. Ich rette hier gerade einen Arsch. Ich will jetzt noch einmal was machen. Das will ich machen. Ja, Leute, das geht. Man kann Schallbomben werfen, wenn er Dings hat. Und er dürfte es tot sein. Sobald. Nein. Na los, mach ihn tot. Ich schieß doch schon. Ha. Das war meins. Na und? Pass auf. Guck mal, was man da zieht. Das sieht immer noch die Pfeil. Der ist voll im Mund. Schade. Totaler. Wir sind besser als vor uns. Ja. What the fuck? Ja, warte, bleib mal stehen. Nein, nein. Ich will gucken, ob ich drüber schießen kann. Ja, warte, dann versuch's. Ich stell mich am Rand. Ja, das geht. In Unite geht das nicht. Ah, schön. Wir kaufen hier mal eine Runde aus. Das ist ein Shiny Drop. Ja, wahrscheinlich wegen der. Ja, stand da. Das haben wir vorhin auf der Wiki gelesen. Große Wimperntränen. Gratium. Ja, du, ich nicht. Ja. Aber ja, es war ein besserer Run als vor uns. Wir haben vor uns 1,5 Minuten länger gebraucht. Hättest du nur getroffen, hätten wir bestimmt schneller gemacht. Als nächstes kommt die Akantor-Quest. Ich werde das gleiche Set benutzen und du wirst mal den Arsch hochkriegen. Ja. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Das war's von uns, Dias Nemesis, und ich werde wieder rausgehauen, wie ihr seht. Ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, gebt mir mal bitte ein Feedback, wie ihr das neue Intro findet. Und ja, ich suche gerade die F10-Taste und jetzt kann ich beenden. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.